Mancher gibt sich viel Mühe mit den Lieben Federvieh. Eines teilt er Eierwege, anders sagen die, welche die Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch die Federn zum Gebrauch. In die Kissen und in die Fühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, das ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwind, 1, 2, 3, schneiden sie sich Brot in zwei, in 4 Teile jedes Stück, wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden, über Kreuz ein Stück für jeden, und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, kikeriki, tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter, jeder ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keins rechts behinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her. Flattern auf und in die Höhe. Ach, haje, hie, mine. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hängen. Und ihr Hals wird länger und länger. Ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei. Und dann kommt der Tod herbei. Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ach, was für ein Kraus! Fließend aus den Augen ihre Tränen. All mein Hoffen, all mein Sehnen. Mein lebensschönster Traum hängt hier an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen, und mit stummem Trauerblick kehrt sie in das Haus zurück.